Hallo und herzlich willkommen zu Real Politics 2. Ja, und wir machen weiter als Neuseeland, nachdem wir neue Gebiete in unseren Verwaltungsbezirk, vereinnahmt haben. Geht es weiter mit interessanter Forschung, mit Hilfe in unsere Blockländer und ich möchte gerne weiter an unserer Entwicklung schrauben, weil wir sind jetzt gerade auf der Route des technologischen Fortschritts und dafür müssen wir einiges umsetzen. Das sind Projekte, die sehr, sehr spät in der Tech Tree kommen. Genau. Und unsere Wirtschaft sieht endlich mal gut aus. Das Einzige, was nicht so gut aussieht, sind die seltenen Erden. Aber da arbeiten wir dran, dass wir da ein bisschen was hinbekommen. Und das Projekt Fernlehre wurde umgesetzt. Und da gucken wir mal, das war jetzt in Bildung das nächste. Genau, Fernlehre. Jetzt können wir VR-Bildung machen, theoretisch. Gibt uns Index menschlicher Entwicklung nochmal plus 1. Geldkosten für den Unterhalt aller Projekte. Nee, das ist nicht so verlockend. Effektive Bildung käme danach. Geldkosten für den Unterhalt, Punkteeinnahmen plus 5. Das wäre natürlich krass, kostet aber super viel, weil es die Endtechnologie ist. Was haben wir hier? Bildungsförderung. Auch Index menschlicher Entwicklung plus 1. Interventionismus Zielwert plus 1. BP-Wachstum minus 1. Okay. Auf der anderen Seite erforschen wir gerade Förderung seltener Erden. Könnten was an der Blockintegration machen. Und ich glaube, es wird Zeit, Wehrpflicht für Ausländer einzuführen. Das gibt uns einfach militärische Integration plus 10. Ansonsten, Militarismus-Zielwert und so bin ich eigentlich nicht dran interessiert, aber wir müssen in dieser Richtung auch mal weiterkommen, weil bisher ist unsere Blockzusammenstellung uns... Ja, Blockzusammenstellung angucken, haben wir überall... Na, wir haben wissenschaftliche Integration 50% und militaristische Integration nur 10%. Heißt, ich könnte auch an der wissenschaftlichen Integration weitermachen. Das wäre hier unten. Freier Technologieaustausch. Erleben Sie freien Technologieaustausch, um die wissenschaftliche Integration innerhalb des Blocks zu stärken. Plus 3 IME. IME des Blockmitglieds plus 6. Wissenschaftliche Integration plus... Das machen wir auf jeden Fall. IME nach oben gibt uns mehr Aktionspunkte-Einnahmen und ist generell super. Also das machen wir, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr auch wissenschaftliche Integration. Wenn wir alle Integrationen des Blocks auf 70 haben, dann kann man Sachen machen wie Annexion. Also dass man sagt, hallo, ich hätte gerne... Das gehört ab jetzt mir. Ich weiß nicht genau, wie diese Technik funktioniert, aber das ist dann wohl eine etwas friedlichere Übernahme. Keine Ahnung. Würde ich gerne mal ausprobieren. Also machen wir das. Also arbeiten wir weiter an der Blockintegration. So, ich wollte nochmal kurz gucken. Wir können wieder nach Aktionspunkten fragen und wir können nach Ressourcen fragen. Und ich würde Australien jetzt hier auf jeden Fall auch wieder nach Ressourcen fragen und nach Governmental Assistance, heißt nach Aktionspunkten bestätigen. Und ich hätte gerne Wohlwollen mit euch. Und Japan würde ich jetzt auch direkt mal Blockaktionen, die haben keine Ressourcen. Ich würde auch für Aktionspunkte sie fragen. Ich würde eine positive Aktion machen. Investitionen muss ich noch warten. Infrastrukturelle Unterstützung. Was ist denn Annektierung? Okay. Ja, das ist das, was ich eben meinte. Das ist so eine Sache, die wir eventuell machen könnten und Dinge annektieren. Ich könnte sie nochmal infrastrukturell unterstützen. Ich glaube, das sollte ich machen.
Ja, aber ohne Investitionspunkte. Ja. Und weiter geht's mit der Zeitenlauf. Okay, letzte Chance. Das ist wahrscheinlich wieder die Spendenaktion, wo wir im Moment auf Rang 1 sind. Diese Spenden sind, ja, habe ich schon oft genug gesagt. Letzte Chance. Das Spendensammlungsereignis ist bald zu Ende. Das ist unsere letzte Chance, mit unseren Beiträgen für die Sache einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wenn wir uns anstrengen, können wir sogar unsere Rivalen übertreffen. Beenden wir das mit Stil, weil wir haben genug Geld und schmeißen da einfach mal Kohle rein. Jo. Alles klar. So. Und die Zeit läuft weiter. Diplomatische Aktion, dass ich nach Aktionspunkten frage, wurde in Japan umgesetzt. Sehr schön. Und dann Ask for Resources wurde in Australien umgesetzt. Das heißt, wir haben Metalle bekommen. Also alle anderen Sachen auch. Und wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt müsste auch Zeit vergangen sein, dass ich in Australien wieder positiv... Nee, investieren kann ich noch nicht. Kampf gegen den Hunger. Bald werden Lebensmittelpakete verschickt, um hungernden Leuten überall auf der Welt Freude und ein wenig Erleichterung zu bringen. Wir danken allen, die an der Realisierung dieses Projekts beteiligt waren. Fabelhaft. Und wir sind wieder Platz 1. Platz 1 bedeutet, dass wir 300 Siegespunkte bekommen. Kriegstreiber-Modifikator minus 3 für ein Jahr lang. Ja, das ist gar nicht schlecht. Auf Platz 2 ist die Schweiz. 300 Punkte. Das letzte Mal war es auf jeden Fall weniger. Okay. Ja, das ist schön. Positive Aktionen. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis investieren geht. Ein Tag noch. Jetzt müsste investieren gehen. Investieren möchte ich gerne machen. Und dasselbe in Japan. Bitte einmal investieren. Dankeschön. Ja. Okay, wir modernisieren in 2 Bezirken. Modernisierung der Infrastruktur wurde erfolgreich in der Provinz Wellington umgesetzt. Modernisierung der Infrastruktur wurde erfolgreich in der Provinz Dunedin umgesetzt. Da gehen wir doch nochmal rein. So, Dunedin ist hier. Da haben wir Aktionen Provinz, laufende Aktionen, keine laufenden Aktionen. Das heißt, wir können hier eine Provinzaktion machen. Da haben wir jetzt gerade die Infrastruktur ausgebaut. Und wir können mal gerade... Nee, können wir nicht, wenn ich hier in diesem Menü drin bin. Wir können mal gerade gucken, wie zufrieden oder unzufrieden die Leute sind. Provinzunzufriedenheit 4%. Okay, wir müssen also nichts gegen Unzufriedenheit machen. Ich würde sagen, das ist ganz gut. Militärische, gesellschaftliche Aktionen. Festival bringt halt die Unzufriedenheit runter. Ansprache des Staatsoberhauptes. Friedigung von Minderheiten. Propaganda. Sozialgesetze. Aufnahme von Einwanderern. Was sind Sozialgesetze? Rufen Sie das Volk auf, in seiner Freizeit ehrenamtliche Arbeit zum Wohle des Staates zu verrichten. Nee. Ich möchte meinen IME nicht. Was können wir bei wirtschaftliche? Wir könnten Umweltschutz machen. Wäre wahrscheinlich angebracht. Das ist hier. Provinz Umweltzerstörung. Ja. Wir sollten hier Umweltschützen bestätigen. Und dann... Nee, Wellington war das. In Wellington haben wir auch keine Provinzaktion. Laufen. Und in Wellington haben wir auch geringe Zerstörung. Gesellschaftliche Aktionen. Wirtschaftliche. Wir könnten der Modernisierung der Infrastruktur Entwicklungszuschüsse macht was? Bieten Sie Entwicklung zusätzliche Rohstoffe und schränken Sie Verordnung ein, damit neuer Wohnraum geschaffen wird und neue Bewohner angelockt werden können. Umweltzerstörung Wellington plus 25, Provinzbevölkerung plus 10. Oh, krass. Interventionismus plus 1.
Oh, Interventionismus ist natürlich eine Sache, die ich eigentlich nicht haben will. Was haben wir denn hier jetzt gerade? Interventionismus. Okay, da sind wir auf 0, da sind wir auf 6. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht über 30 kommen. Aber wir sind wirtschaftlich gerade gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir machen Entwicklungszuschüsse. 1k, 1k. Das können wir uns leisten. 1000 und auch 1000 Aktionspunkte. Also, das bestätigen wir mal in Wellington. Christchurch hat was genau laufen? Christchurch wird die Umwelt geschützt. Da sind wir Provinz Umweltzerstörung 105 und Provinz Umweltzerstörungsmodifikator 0. Ist gut. Das wird also runtergehen mit der Zeit, je länger wir das laufen lassen. Okay. Gut, damit sind wir mit den lokalen Geschichten durch. Ach Gott. Initiative für neue Handelsstraßen. Investitionen in die Infrastruktur zur Schaffung neuer Handelsstraßen, um wichtige Handelsknotenpunkte miteinander zu verbinden. Die Hauptbeteiligten erhalten einen Anteil an den durch die Verbindungsstrecken generierten Einnahmen. Schweiz, Vatikan, Dänemark, Weißrussland, Nicaragua, Costa Rica, Libyen. Okay. Wir haben Geld, das wir investieren können. Also sage ich jetzt einfach mal, wir sind dabei. Okay, Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Ups, das wollte ich nicht. Spendensammlung startet. Also ist diese Handelsroute auch nichts weiter als eine Spendensammlung. Die Organisatoren der Spendensammlung erwarten unseren ersten Beitrag. Wir haben unseren Namen in den Hut geworfen. Es ist also nur fair, dass wir unseren Teil des Abkommens erfüllen. Wenn sie wollen, dass wir dieses Ergebnis für uns entscheiden, dürfen wir nur keine Ausgaben scheuen, um einen denkwürdigen ersten Eindruck zu machen. Machen wir das Ding groß. 1000. So, anscheinend ist das auch wieder nur so eine Initiative für neue Handelsstraßen. Ja, wir haben 1000 gegeben. Wir sind Rang 1. Super. So, jetzt müssten wir bei Japan, möchte ich gerne, ach so, Wohlwollen erlangen, muss ich noch ein bisschen warten. Kann ich schon wieder? Nee, kann ich noch nicht wieder. Also, Zeit muss vergehen. Seltene Erden, das dauert alles noch. Wir haben jetzt, wir sammeln Aktionspunkte und häufen die an. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber die Projekte, die wir jetzt angestoßen haben, sind alles Dinge, die relativ lange brauchen. Okay, Investitionen wurden erfolgreich in Australien umgesetzt. Gut, das gibt uns Investitionspunkte und ich hoffe, das gilt auch für Japan. Investitionen erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. Und dann werde ich hier mal... Ach, Wohlwollen erlangen dauert noch 14. Okay. Jawohl. Huch. Aktion Umweltschützen wurde erfolgreich in der Provinz Dunedin umgesetzt. Also hier wird sich jetzt die in Dunedin wird die Umwelt geschützt. Das heißt, hier haben wir 144 und das hier sinkt mit der Zeit, je länger wir das halten. Diplomatische Aktion und infrastrukturelle Unterstützung wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das heißt, unseren Blockpartner Japan helfen wir. Das ist sehr schön. So. Ja, das hier ist mittlerweile der ganze Einflussbereich von Neuseeland. Wir könnten ein paar tausend AP ausgeben, um noch einen Bereich einzuführen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht machen. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus im Moment? Wirtschaft ist wieder am Steigen. Wir sind, unser BIP-Wachstum ist plus 0,1% pro Monat. All diese Angaben sind pro Monat, was wir an Einnahmen haben. Und, oh, die nächste Wahl steht an. Dass in unserem Land gewählt wird, finde ich auch immer strange und wir bleiben trotzdem an der Macht. Ja, interessante, interessante Dynamik auf jeden Fall. So. Gucke mal, das hier ist, wie stark befreundet wir mit Dingen sind. Russland haben wir keine guten Beziehungen zu. Mit Europa, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Und hier in Nordamerika auch. Interessant. Ja, und mit Japan und Australien sind wir in einem Block. Okay. Ein Puma durchstreift die Stadt.
In den Außenbezirken einer unserer Städte wurde ein wildes Tier gesichtet. Die Anrainer behaupten, es wäre ein Puma. Wie sollen wir damit umgehen? Fangt ihn ein, kostet Geld und Aktionspunkte und persönliche Kontrolle plus 1. Tötet ihn, Aktionspunkte und Militarismus. Lasst ihn in Ruhe. Ich würde sagen, persönliche Kontrolle können wir uns einen leisten. Fangt ihn ein. Das geht nicht. Wir arbeiten hier gerade daran, dass es ein moderner Staat wird. Entwicklungszuschüsse werden in Wellington umgesetzt. Dann sollten wir danach plötzlich mehr. Wurden erfolgreich umgesetzt in Wellington. Das ist großartig. Wir gucken mal gerade. Ja, sofort. Kleinen Moment, wir sind jetzt eher auf Pause. Wir haben Bevölkerung 63, wir haben eine Arbeitslosenquote von 1% und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,05% jeden Monat. Kann ich nur nochmal betonen. Hier unten sind die Investitionen, die wir getätigt haben. Die Weltwirtschaft steigt wieder, das sich auch in unserem BIP-Wachstum ausdrückt. Das ist sehr, sehr schön. Sohn eines Oligarchen festgenommen. Gestern wurde der Sohn eines mächtigen Oligarchen verhaftet, da er mit seinem Auto öffentliches Eigentum beschädigt hat. Sein Vater möchte, dass wir alle Anzeigen gegen ihn fallen lassen. Wie sollen wir reagieren? Das ist so ein Ding, was wir schon mal hatten, als Romy, als wir das im Stream auf Twitch gespielt haben, in der Dienstagspolitik. Das ist halt auch so eine Frage. Hier ist nichts Schönes von der Rechtsstaatlichkeit drin. Der Sohn eines Freundes ist wie ein eigener Sohn, lass ihn frei. Nee. Zeigen wir diesen Leuten, wer hier das Sagen hat, verhaften wir den Vater, persönliche Kontrolle plus 1, Aktionspunkte 30, Geld, Unzufriedenheit plus 5. Wir können die ganze Sache vergessen, aber dieser Frechdachs muss die Konsequenzen tragen, verpflichtet ihn zum Militärdienst, Militarismus plus 1. Hier kriegen wir plus einen Militarismus, aber keine Unzufriedenheit. Ich würde den Vater verhaften. So. Das haben wir letztes Mal nämlich auch gemacht. Ja. Oligarch festgenommen. Andere Oligarchen sind wegen unserer Maßnahmen besorgt und versuchen langsam ihr Vermögen außer Landes zu schaffen. Was sollen wir mit dem verhafteten Oligarchen tun? Wir lassen ihn frei. Er hat seine Lektion gelernt. Das gibt uns echt. Das ist wirtschaftlich nicht gut. Wir stecken ihn wegen Korruption ins Gefängnis. Wir lassen ihn frei, er hat seine Lektion gelernt. Ich würde ihn jetzt nicht wegen Korruption ins Gefängnis stecken. Weil Unzufriedenheit Zielwert. Ach, das ist aber dauerhaft. Minus 3. Ich mache das Erste. Ich möchte keinen Unzufriedenheitszielwert. Das mag jetzt nicht viel mit politischen Überlegungen zu tun gehabt zu haben, aber also viele dieser Ereignisse haben einen ganz seltsamen Klang für meine Ohren, finde ich. Ich habe Schwierigkeiten, damit klarzukommen. Und hier ist wieder so eine Spendenaktion. Naja. Okay, wir sind noch 21 Tage, noch 20. Jetzt haben wir ein Projekt abgeschlossen, Förderung seltener Erden. Das ist großartig. So, Pause. Erstmal. Wahrscheinlich können wir in Australien wieder investieren. Das machen wir auch wieder. Investitionen. Und ich möchte auch direkt nach Aktionspunkten fragen, meinen lieben Nachbarn. Und auch gucken, ob sie Ressourcen haben. Sie haben Ressourcen. Und da würde ich auch direkt fragen mit einer geringeren Chance. So, in Japan würde ich auch wieder nach Aktionspunkten fragen. Bitte gebt mir welche. Ich möchte bei euch investieren. Und ich möchte nochmal Wohlwollen erlangen bei euch. So. Das habe ich gemacht. In unserem Blog lustige Dinge getan. Dann haben wir ein Projekt frei. Wir haben, da kommen wir gleich zu.
Ich möchte was machen an den seltenen Erden. Einfach, da wir das Projekt abgeschlossen haben, haben wir hier schon einen Bonus für bekommen. Und hier in diesem Bereich haben wir einen Gebäudeplatz. Und da würde ich gerne Förderung für seltene Erden. Da haben wir jetzt die Technologie. Und da kriegen wir Provinz Umweltzerstörungsmodifikator plus 1%, leider. Und Rohstoffeinnahmen plus 10 seltene Erden für eine Mine, die seltene Erden abbaut. Können wir uns leisten. Die Ressourcen haben wir alle, damit wir das hier auch ein bisschen ausbauen. Weil für modernere Technologien brauchen wir das immer wieder. So, das heißt, das baue ich an dieser Stelle. Und jetzt haben wir einen freien Projektplatz. Das war bei Umwelt. Hier unten haben wir wir können hier in Raumplanung und sowas reingehen. Das ist wahrscheinlich auch total Green New Deal. Oh krass. Ich gucke mal, was wir an Möglichkeiten. Also, Projekt umgesetzt, Leistungsgesellschaft. Danach suche ich mal. Leistungsgesellschaft ist ganz am Ende bei der Bildung. Kost teuer. Okay. Das heißt, da müssen wir irgendwie hinkommen. Dann umgesetzt Raumstation. Da will ich mal nachgucken. Ganz kurzen Moment. So, Raumstation. Raumstation ist hier ganz hinten. Och, da müssen wir Laser für erforschen. Und das andere wird wahrscheinlich krumme Geschäfte. Das wird wahrscheinlich auch sehr weit hinten sein. Krumme Geschäfte. Oh ne, das geht. Da müssen wir ein bisschen was in Spionage reinstecken. Da würde ich jetzt vielleicht Spionagebehörde. Dann arbeiten wir mal daran. Spionageplätze plus 1 brauchen wir nicht, aber diese Forschung ist sehr, sehr zügig. Dann schaffen wir das mal weg und können in diese Richtung reingehen. So. Und damit würde ich sagen, für heute etwas kürzere Folge. Weil ich jetzt auch noch in der Vorbereitung bin für die Dienstagspolitik und demnächst werde ich mal Romy wieder dazu holen und dann werde ich ja zeigen, was wir hier alles in Real Politics 2 gemacht haben. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und euch allen einen zauberhaften Tag. Tschüss!